Da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten an hier zu Hause im AT&T Stadium gegen die Seattle Seahawks. Sanders hat den Kickoff aufgenommen. Und kommt gerade mal bis an die 25-Yard-Linie. Immer ein schlechtes Omen, wenn der erste Return nicht besonders weit führt. Erster und 10 also. Wir versuchen erstmal unser Laufspiel auf den Boden zu bringen. Geht über die linke Seite. Wir sagen auch noch der O-Line Bescheid und Elliott ist auf dem Weg. Sehr schöne Blocks, die er da bekommt. Das ist ein First Down für Dallas an der 38-Yard-Linie. So, jetzt ein Counterplay. Wir täuschen den Lauf über die rechte Seite an, gehen dann aber über die linke Seite. Da laufe ich leider in meinen Fullback hinein. Zweiter Versuch und 7. War jetzt kein schlechter Versuch, um Himmels Willen, aber auch nicht so das Optimum, was wir hätten gebrauchen können. Wir nehmen den Stick, schicken Cooper von links auf eine Slant Route. Jason Witten, der Tight End, ist meine Sicherung. Wir gehen über die Mitte auf Amari Cooper, First Down Cowboys. Jetzt an der 46-Yard-Linie der Seahawks. So, Lauf an der Seite, da sind die Linebacker etwas zurückversetzt. Werden aber hier sehr gut geblockt. Und jetzt ist Elliott im Open Field. Stiff Arm, First Down Cowboys in der Red Zone der Seahawks. An der 16-Yard-Linie. Extrem gute Blockarbeit meiner O-Line. So. Wir gehen per Audible in einen Pass. Ich wollte eigentlich mit Elliott laufen. Spacing Switch. Oh, da halte ich aber gar nichts von. Dann nehmen wir lieber die Verticals. Achten auf Terrell Owens. Der die Mitte attackiert. Der hat den Ball und das ist der Touchdown für die Cowboys. Aus einem Audible heraus. Wunderbares Play von Aikman, von Terrell Owens. Und die Cowboys schließen den ersten Drive hier im Spiel mit einem Touchdown ab. Der PET ist auch gut. Und die Cowboys führen 7:0 gegen Seattle. So, der Kickoff geht bis knapp hinter die Goal-Line. Wird aufgenommen. Jetzt der Return von Seattle. Und auch die haben einen Sanders, wenn ich das richtig sehe. Erster Versuch und 10 jetzt für Seattle. Und wir schauen mal, wer hier den Quarterback. Da habe ich schon Terry Holt gesehen. Heieiei, Russell Wilson. Also das ist standardgemäß der Franchise-Quarterback der Seahawks. Führt hier auch die Seahawks in diesem Solo-Battle aufs Feld. So, erster und 10. Wir gehen erstmal in eine Man-to-Man-Coverage. Oh, da ist viel Bewegung. Da wird nochmal die Seite kommen an der 27. Russell Wilson auf der Flucht, aber da ist Gott sei Dank Van der Esch schnell genug da, stoppt den Quarterback der Seahawks, 2010 an der 27 weiterhin. Oh, Miss Tackle, da werde ich schon wieder wahnsinnig drüber, sowas mag ich ja überhaupt nicht. Ach, ärgerlich, 1. und 10 an der 41-Yard-Linie. Laufspiel durch die Mitte, gut gestoppt. Byron Jones mit dem Tackle gegen Coleman. Wir haben einen zweiten Versuch und 4. Der Ball ist noch 3 Yards von der Mittellinie entfernt. Zweiter Versuch und 4 also von der 47-Yard-Linie. Und damit den ersten Sack im Spiel. Die Marcus Lawrence bringt Russell Wilson zu Fall. So, und damit zwingen wir die Seattle Seahawks mit Beginn des dritten Quarters in einen dritten Versuch und 11 hinein. Ball ist an der 40-Yard-Linie. Oh, ein wunderbarer Pass von Wilson. Perfekt gelöst. Pass ging auf Torrey Holt. Erster Versuch und 10 jetzt an der 44-Yard-Linie. Cowboys wechseln jetzt in eine Sound Coverage, eine Cover 4. Erster und 10. Laufspiel gestoppt von Tillman, glaube ich, war es. Und es war Sean Ball an der 39-Yard-Linie.
Guter Drive der Seahawks, aber damit war zu rechnen. Laufspiel. Wunderbar, das sind die Linebacker wieder. Es ist Sean Lee mit dem Tackle. Das heißt, wieder ein dritter Versuch und 6 gegen die Seahawks. Wir nähern uns schon dem Two-Minute-Warning. Bin gespannt, ob wir da noch das Play sehen vor der offiziellen Auszeit. Ja, das tun wir. Das ist ein Screen und das ist kein First Down. Oh, jetzt bin ich gespannt. So, wir sind beim Two-Minute-Warning. Die Seahawks schicken ihre Field-Goal-Unit aufs Feld. Und ich schicke meine Safe-Formation aufs Feld. Das ist ein 53-Yarder. Ich hoffe nicht, dass die Seahawks hier faken. Nein, das tun sie nicht. Der Kick ist unterwegs und er ist zu kurz. Damit bleiben die Cowboys mit 7:0 in Führung. Wir haben jetzt noch 1 Minute und 51 zu spielen. Also da ist noch richtig Zeit auf der Uhr. Double Slants. Owens und Cooper von der linken Seite, Kopp von der rechten. Die Receiver werden relativ eng an der Line of Scrimmage gedeckt. Oh, der ist zu weit. Ich konnte nicht früher werfen, weil da 3 Verteidiger der Seahawks gelauert haben. Tight End Angle ist schon mal eine gute Variante. Schau mal, was wir hier noch angeboten. Nehmen wir den Dick and Go. Wir attackieren die Mitte mit Jason Witten, dem Tight End. Und mit raus. Der Ball geht zu Elliott und der hat ein First Down. Jetzt schon an der 43-Yard-Linie der Seahawks. So, 4 Verticals. Jason Witten attackiert die Mitte. Wir achten mal rechts außen auf Cooper. Terrell Owens steht im Slot. Da gehen wir doch auf Zeke Elliott. Und der kommt bis zur 37-Yard-Linie. Das heißt, wir nähern uns langsam der Field-Goal-Range. So, nehmen wir den Cowboy-Slot-Slant. Wir achten mal rechts außen auf Amari Cooper, der ein 1 gegen 1 hat. Witten und Terrell Owens attackieren die Mitte. Da geht der Safety mit. Wir gehen auf Terrell Owens und der ist schlecht geworfen von Aikman. Ach, da war er so frei. Ach, jetzt kommen wir genau in die Situation, die ich eigentlich vermeiden wollte. Wir haben einen 3. und 4 von der 37-Yard-Linie. Owens und Cooper von links auf einer Slant. Cobb kommt von der rechten Seite. Wir gehen über die Mitte und der ist incomplete. Das haben sie sehr gut verteidigt, die Seahawks. Ja, 4. und 4 von der 37-Yard-Linie. Von der 37-Yard-Linie schieße ich kein Field Goal. Nichts gegen Maher, aber das traue ich ihm nicht zu. Wir nehmen einen Double Slant. Owens und Cooper von links. Von rechts kommt ein Blitz. Wir achten mal besonders auf Cobb. Das ist das First Down. Terrell Owens durch die Mitte. First Down Cowboys. Wir gehen in die No-Huddle-Offense. Nehmen den Shark Halfback Wheel. Jason Witten attackiert die Mitte. Oh, incomplete pass. So, wir haben noch 34 Sekunden auf der Uhr. Der Ball, der Drive der Cowboys kann also noch weitergehen. Wir nehmen nochmal wieder die 4 Verticals. Witten über die Mitte von links. Kommt ein Blitz. Terrell Owens ist im Slot. Und Jason Witten ist in der Mitte. Sowas von Mutterseelen allein. First Down Cowboys an der 3-Yard-Linie. Wir nehmen die DBL ins Achten auf Jason Witten. Der ist unterwegs und das ist der Touchdown für die Cowboys. Ein richtig schicker Drive. Sehr gute Plays. First and Goal Cowboys. So, der Kick ist unterwegs. Der ist gut und jetzt steht es 14:0. Wir haben noch 16 Sekunden zu spielen in Halbzeit Nummer 1. Und das wäre natürlich jetzt sehr schick, wenn wir hier keine Punkte, keinen guten Drive der Seahawks oder keinen guten Return mehr zulassen. Sanders ist unterwegs und der ist halt immer gefährlich. An der 27-Yard-Linie ist Schluss. 12 Sekunden noch auf der Uhr. Die Seahawks haben noch 3 Auszeiten. Laufen konservativ durch die Mitte. Und werden gerade mal... Gar nicht mal schlecht. 5 Sekunden noch auf der Uhr und jetzt bleibt nur noch die Hail Mary.
Also, Russell Wilson will mit einem langen Ball und viel Gottengebeten Richtung Endzone der Cowboys. Den Ball wird er los. Der ist getippt und incomplete. Letzte Aktion in Halbzeit. Nummer 1. Die Cowboys führen doch recht souverän mit 14:0. So. Wir eröffnen mit dem Kickoff Halbzeit Nummer 2. Ball ist jetzt in der Luft. Und Seattle nimmt ihn auf knapp hinter der Goal Line. Jetzt der Return der Seahawks. Boah, sehr schön. Wunderbarer Tackle von Byron Jones. An der 30-Yard-Linie gestoppt. Erster Versuch und 10 für Seattle. Wir bleiben erstmal wieder in einer Man-to-Man-Coverage. Erster und 10 an der 30. So, wichtiger erster Drive der zweiten Halbzeit. Oh, Sanders kommt da gerade noch an Holt heran. Erster Versuch und 10 jetzt schon kurz vor der Mittellinie mit einem Play. Also die Seahawks kommen hier motiviert aus der Pause. Aber die Cowboys Defense ist auch da. Stoppt Coleman, Tackle for Loss, zweiter Versuch und 11. Russell Wilson wirft vollständig und das ist kein First Down. Gutes Tackling hier von Xavier Woods und damit zwingen wir die Seahawks in einen dritten Versuch und 2. Wir wechseln in eine Zone Coverage, Cover 4, Ball an der 44-Yard-Linie. Das ist ein vollständiger Pass und ein perfekter Tackle von Sean Lee. Kein First Down, vierter Versuch und 3. Das heißt, wir sehen jetzt den Punt der Seahawks. Und damit endet der, wie gesagt, so wichtige Drive. Der erste Drive in der zweiten Hälfte, punktlos für Seattle. Cowboys kommen jetzt an der 16-Yard-Linie in Ballbesitz und mein Gott, ich führe. Und ich versuche jetzt natürlich mit Elliott erstmal zu laufen. Ballsicherheit, Ballkontrolle, Zeit von der Uhr nehmen. Elliott gleich beim ersten Run, neues First Down. Der Ball ist an der 30-Yard-Linie. Schauen wir mal, was wir haben. Nehmen wir einen klassischen Lauf durch die Mitte, den 0-1-Trap. So, und los geht's. Da kommen die Seahawks. Elliott findet eine Lücke. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Neues First Down für die Cowboys. Der Halfback Blunt Dive. Wir bleiben beim Lauf von der rechten Seite kommt ein Blitz. Wir laufen aber eben die linke Seite. Oh, ja, ja. Von da kam leider auch ein Blitz. Da haben beide Defensive Backs geblitzt. Nur ein Yard Raumgewinn für die Cowboys. Wir haben einen zweiten und 9. So, wir schicken Cooper von links auf eine Slant Route. Jason Witten wieder einmal die Sicherung. Und unser Tight End bekommt den Ball. Wir sind an der 45-Yard-Linie. Haben jetzt aber einen dritten Versuch. Ein dritter und 5. Im Diverse J-Shake. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Elliott und auf Owens, die beide im Slot unterwegs sind. Da geht der Ball auf Terrell Owens und er kann ihn nicht runterpflücken. Incomplete Pass. So, wir gehen ins Schlussviertel. Wir sind an der eigenen 45-Yard-Linie. Und das Ding werden wir erstmal punten. Oh, der geht in die Endzone. Nein, der wird aufgenommen. Kein Fair Catch. An der 13-Yard-Linie Sanders gestoppt. So, erster Versuch und 10 jetzt für die Seattle Seahawks. Wir gehen jetzt direkt in eine Cover 4. Wir sind im Schlussviertel. Die Seahawks brauchen 2 Touchdowns. Wieder ein Screen. Der Ball geht bis an die 20-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 3. Und da kommt
Russell Wilson läuft bis zur 26-Yard-Linie. Neuer erster Versuch an der eigenen 26-Yard-Linie für Seattle. Die Marcus Lawrence kommt dadurch, aber ein Riesenpass von Wilson und schon sind die Seahawks über die Mittellinie gekommen. Der Ball ist an der 49-Yard-Linie, ein richtig gutes Play der Seahawks. Oh, der war gefährlich. Da habe ich schon fast einen Pick gesehen. Wir haben einen zweiten Versuch und 10. Letztes Play vor dem 2-Minute-Warning. Vollständiger Pass von Wilson. Aber jetzt sind wir beim 2-Minute-Warning. Das hat bis jetzt schon richtig Zeit gedauert. Eine Minute ist schon weg. Und die Seahawks haben einen dritten Versuch und 4 an der 43-Yard-Linie der Cowboys. Drei Auszeiten hat Seattle noch. Und da ist der Pick. Ich habe es beim eben schon gedacht. Und jetzt Byron Jones. Da kommt noch ein O-Liner. Wir sind natürlich geringfügig langsamer als es. In die Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Einen 70-Yard-Interception-Return-Touchdown. Und das war natürlich die Entscheidung hier im Spiel. Die Cowboys liegen jetzt mit 21:0 in Front gegen Seattle. Der Drops ist gelutscht. So, Kick ist unterwegs. Geht an die 2-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf. Jetzt der Return. Gestoppt an der 28-Yard-Linie. 1:40 sind noch zu spielen. Aber wie gesagt, jetzt liegt Seattle hier aktuell mit 3 Touchdowns hinten. Und das schafft auch ein Mager wie Russell Wilson nicht mehr. Erster und 10. Vollständiger Pass. Boah, sehr schönes Tackling. Ich glaube, das war Shinobi Awuzie, der da zugelangt hat. 2006. Oh, wahnsinniger Druck auf Russell Wilson. Das ist noch kein First Down. Seattle nimmt jetzt die erste Auszeit. Und das ist ein dritter Versuch in Zentimeter. Third and Inches von der eigenen 38-Yard-Linie für Seattle. Und fast der nächste Pick. Mein Gott, da standen 4 Verteidiger der Cowboys. Und da versucht Russell Wilson hinzugehen. Der versucht momentan jetzt gar nicht mehr großartig noch mal selbst zu laufen. Vierter 35-Yard-Linie. Seattle spielt diesen vierten Versuch aus. Haben sich also noch nicht aufgegeben. Lauf durch die Mitte und das ist das First Down. Seattle bleibt in Ballbesitz. Erster und 10. Oh, knallharter Hit. Aber das ist ein neues. Nein, noch kein First Down. 2001. Hat also eben nicht gereicht für einen neuen ersten Versuch. Jetzt aber. Der Ball ist an der 37-Yard-Linie. Seattle möchte auf jeden Fall noch zumindest aufs Scoreboard kommen. Verständlicherweise eine zu 0 Niederlage tut halt echt nochmal doppelt weh. Erster Versuch und 10 an der 37-Yard-Linie der Cowboys. 53 Sekunden vor dem Ende. Incomplete Pass. Da waren auch hier wieder zu viele Verteidiger. Die langen Bälle verteidigen die Cowboys sehr, sehr gut. Wir geben kurze Yards, aber auch mal einen Ball in die mittlere Distanz. Aber keine Big Plays. Und das macht einfach auch die Defense hier mal richtig gut. Auch hier wieder mittlere Distanz. First Down, Ball ist an der 23-Yard-Linie. So, jetzt nehmen die Seahawks ihre zweite Auszeit. Und wir nehmen die Cover 4 Palms, die haben wir eben gesehen. So, der Ball ist an der 21. Eine Auszeit hat Seattle noch zur Verfügung. Und das ist ein First Down. Der Ball ist an der 11-Yard-Linie.
Oh, ein Riesen-Catch. Touchdown Seattle. Wieder ist es Torrey Holt, der den Catch macht und der die Seahawks hier dann doch noch aufs Scoreboard bringt. Ein schöner Drive, aber leider natürlich zu spät. Also die Interception eben hat das Spiel echt besiegelt, weil wir hatten gesehen, wie schnell Seattle in der Lage ist zu scoren. So, wir sehen den Onside-Kick-Versuch. Der misslingt, der Amari Cooper hat den Ball. Erster und 10 Cowboys an der 42-Yard-Linie. So, eine Auszeit hat Seattle noch. Die werden sie mit Sicherheit auch noch nehmen. Wir laufen mit Elliott über die linke Seite. Und wieder ist da eine Riesenlücke. Und jetzt ist Elliott sogar noch in the zone. Allerdings haben wir jetzt nur noch 10 Sekunden zu spielen, glaube ich. Seattle hat eben die letzte Auszeit genommen. Das heißt, wir schicken Elliott noch einmal auf einen Lauf. Ja, Elliott ist in the zone. Über die linke Seite. So, Elliott nochmal an die 22. Und das war's. Jetzt laufen hier die schlagen die Seattle Seahawks 21-7. Damit haben wir eine 3-0-Bilanz in dieser Solo-Battle-Woche bisher. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.